Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forrest von 80 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch. Und ich war jetzt am Wochenende mit dem lieben Kurt beim Weekend of Hell und habe mir da ein paar Mediabooks gekauft, beziehungsweise ein Mediabook habe ich geschenkt bekommen durch das VIP-Eingang oder Pass. Und das ist hier eben Wer, ein Werwolf-Film wohl. Und ja, habe von dem Film noch nicht wirklich was gehört. Ob mir der Film interessiert, weiß ich auch nicht so ganz. Wie gesagt, es war ein Geschenk von Weekend of Hell. Und ich werde mir den Film angucken. Aber wenn ich schon so lese, nach Devil Inside, der neueste Horrorschocker von Regisseur William Brent Bell. Ja, The Devil Inside habe ich geguckt. Ich fand ihn extrem schlecht und ist ja auch so eine Wackelkamera. Und ich bin ja kein großer Freund davon. Aber ich werde mir den Film angucken. Und ja, das Mediabook ist limitiert auf 600 Stück, hat Nummer 132 und hier das Covermotiv ist wieder von Enzo Sciotti gemacht worden, was ja auch wieder richtig cool ist. Hier natürlich die Frau, wo auch ein bisschen ein Nippelchen zu sehen ist und hier im Hintergrund sieht man auch ein bisschen an den Werwolf, wo sie gerade vor ihm erschreckt. Ich mache einfach mal auf und dann gucken wir uns mal das Mediabook genauer an, ohne Folie, denn dann erkennen wir es auf jeden Fall wesentlich besser alles. Und ja, so schaut es aus. Der Film geht, sage und schreibe, 93 Minuten. Hoffe jetzt mal, dass auch die Extended Version ist. Und ja, hat deutschen und englischen Ton drauf. Blutig, spannend und sehr rasant. Ich bin da am Verzweifeln. Ja, würde mal sagen, wir gucken uns mal das Mediabook genauer an und gehen es einfach mit Ego-Perspektive über und gucken uns dann alles schön nach und nach mal an. Bis gleich. Kommen wir in die Ego-Perspektive und hier seht ihr schon mal dieses richtig schöne Motiv von Enzo Sciotti. Also ich finde das Motiv wirklich sehr cool. Und hier auch, Wer ist hier auch glänzend gemacht worden, das Biest in dir. Und ja, das Motiv wirklich war, die Brüstchen hier, da blitzt schon ein bisschen was durch. Motiv auch an sich, das Gesicht hier von der Frau ist wirklich sehr cool gemacht, wie ich finde. Ja, und immer noch im Hintergrund sieht man jetzt hier auch eben den Werwolf. Hier eben die Krallen und hier eben der Schatten von dem Werwolf. Schaut echt cool aus. Und jetzt schlagen wir einfach mal auf. Und hier haben wir dann mal keine DVD oder auch keine Blu-ray hier enthalten. So ein Becken, ein Motiv nur. Und hier ein blutunterlaufenes Auge hier, was einem ein Mann oder ein Werwolf darstellen soll. Und hier eben Wer, das Biest in mir. Auch das Motiv finde ich wirklich cool, cool. Und dann blättern wir einfach mal durch. Ich nehme jetzt einfach hin. Mondsüchtig, ein Blick auf Wer, der Ursprung. Und wir schauen es einfach mal genau an. Oh ja, es sind schon ein paar heftige Szenen schon mal hier enthalten, wie wir hier so sehen. Ja, also 1935 folgte der erste Mainstream-Horrorfilm rund um den Werwolf. Und dann bleiben wir weiter hier. Also vielleicht ist er doch vielleicht gerade mal so schlecht. Naja, ich werde vielleicht euch das im Update-Video sagen, dann vom Monat November. Der Retter und hier eben das etwas andere Werwolf-Film. Und ja, hier noch einmal dann die letzte Seite. Und hier befindet sich dann ein dicker Trail hinter mit der Blu-ray-Disc. Ja, hätten wir jetzt auch ein bisschen anders da gestalten können, das Mediabook, wie ich finde, also mit nur einer DVD, weil der Trace ist schon extrem dick, wie ihr seht, also finde ich jetzt nicht so berauschend. Aber gute an Geschenken graulende Schauben ins Maul. Ja, und dann nochmal die Rückseite, die schaut so aus. Hier nochmal die Inhaltsangabe von dem Film. Könnt ihr gerne mal durchlesen, euch vielleicht ist ja was auch was für euch. Hier noch ein blutiges Bild, was man auch eigentlich hier schon in dem Booklet gesehen hat und hier auch nochmal blutig, spannend und sehr rasant. Hier die Limitierungsnummer, 600 Stück und hier eben 132, jetzt kann man es gut erkennen. Hier noch die technischen Details und hier noch dann das Bein, der schaut so aus. Und ja, würde mal sagen, Mediabook ist wirklich schön, bis auf den Tray. Ja, Buch, das ist auch etwas wenig, aber gut. Ja, würde mal sagen, wir gehen mal zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu dem Film Wer, das Biest in dir von Nameless Media. Wie gesagt, ist auf 600 Stück limitiert und wie mir der Film gefällt, werdet ihr wahrscheinlich im November Update erfahren.
gehe zu dir mit null Erwartungen ran, null Erwartungen. Ja, vielleicht gefällt er mir dann doch. Ja, auf jeden Fall cooles Geschenk auf jeden Fall von dem VIP-Ticket. Kann man jetzt echt nicht meckern, hat bei der Wiggenau Fair 25 Euro ungefähr gekostet. Also doch ein guter Preis. Ja. Okay, das war's von mir natürlich. Folgen noch weitere Mediabook-Updates noch und auch Filmrenner. Videos kommen auch noch die Woche noch, also seid gespannt. Es wird einiges ist auf dem Kanal jetzt geben zur Zeit. Ja, schreibt doch einfach immer in die Kommentare, wie ihr den Film gefallen hat oder ob ihr den schon gesehen habt. Und ja, das war's von mir und bis dann. Tschüss mit Ü und Bis.